Okay, sie ist hier. Was ist der Plan? Wir haben sogar zwei Pläne. Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Ausarbeiten? Was genau soll ausarbeiten in dem Fall bedeuten? Das bedeutet, dass Ryan nicht zugeben will, dass mein Plan perfekt ist. Okay, hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Das ist dein Plan? Klingt nicht so gut. Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So, wie alle, die hier hinziehen. Arbeiten wir sie weiter aus. Okay, vielleicht sollten wir diese Pläne überarbeiten. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur zwei Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Oh, auf gar keinen Fall. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Gib mir bitte noch ein bisschen Zeit. Oh nee. That oder Wine? Ist sie lesbisch? Oder mehr der Natur? Lieb. Jens Verhältnis zu Ryan. Er war involviert in die ganze Sache. Steph. Probieren wir es mit Steph. Krasse DJ'n. Ich bin überzeugt. Sorry, Ryan. Fuck, ja. Da hast du's. Ja, das ist fair. Okay, danke für eure Mühen, aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken, ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. Viel Glück. Das Übliche. Vielen Dank, Alex. Wie kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Hilf mir, Gabe zuliebe. Ich weiß, du bist verantwortlich. Du weißt, ich will bloß Gerechtigkeit für meinen Bruder. Bitte. Hilf mir. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird. Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Das ist die Wahrheit. Sie hat ein echt gutes Pokerface. Nicht so wie Mac. Sehen wir mal, was sie wirklich fühlt. Na wollen wir mal. Ich versuche sie erstmal zu lesen. Armer Gabe. Niemand verdient es, so zu sterben. Sie ist traurig. Wenn ich sie weiter an Gabes Tod denken lasse, finde ich vielleicht mehr heraus. Dicker, Bier, Kreuz, Foto. Servietten. Brauchst du,
Vielleicht noch ein paar mehr Servietten? Ja. Alles gut, danke. Es verändert sich nicht. Ein schönes Kreuz. Oh, danke. Foto? Oh, so ein niedliches Foto. Meine Nichte und mein Neffe. Sie sind bezaubernd. Würdet ihr einfach so in die Tasche eines anderen gucken, was da so drin ist? Ich wette, du und Gabe habt öfter ordentlich gebechert. Er war ein toller Barkeeper. Er machte die langen Arbeitstage erträglicher. Dicker. William Bloom. Gabe hat ihn geliebt. Er hat bestimmt ein ganzes Jahr damit verbracht, sich seine Musik anzuhören. Echt? Er hatte einen guten Geschmack. Dass wir nie darüber gesprochen haben. Da hinten sind auch noch Sachen. Flugblatt. Typhon setzt sehr auf ansässige Arbeiter. Wir wachsen stetig. Bist du später auch beim Lab dabei? Das ist alles nicht leicht für Ethan. Wir versuchen, ihn aufzuheitern. Ich kann nicht. Aber viel Spaß. Ich bin sicher, er weiß es zu schätzen. Okay. Ich muss mich jetzt für etwas entscheiden, das Dianes Emotionen auf die Spitze treibt. Die Gedenktafel. Diane, ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. Aber mein Bruder ist tot wegen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Ich frage mich, wie es dir damit geht. Das wüsste ich echt gern. Alex, ich... Wir... Typhon wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Situation zu bewältigen. Das ist die Wahrheit. Okay? Oh, sie ist geladen. Die Emotion, nach der ich gesucht habe. Zeit, Dianes Schuld wegen Gabe zu erforschen. Alex, was machst du da für eine Handbewegung? Jetzt sehen wir okay. Auch alles wieder Zeit, aus ihren Augen. Finden, was Diane wirklich verheimlicht. Handy. Dieser Ordner. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Genau wie ich. Er ist weg. Ich bin noch hier. Ne, sind nur die zwei Sachen. Hallo? Miss Jacobs, Deputy Pike hier. Pike, es tut mir leid, aber wir sind gerade sehr beschäftigt. Es gab einen Unfall. Was für eine Art Unfall? Moment, da ist noch was anderes. Wir sind beschäftigt. Es gab einen Unfall. Was für eine Art Unfall? Sie wusste also gar nichts davon, dass Gabe, Ryan und Alex nach Ethan suchen. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Typhon getan hat. Oder meine Rolle darin. Aber immerhin habe ich alles, was ich brauche, um mich vor ihnen zu schützen. Oh, shit. Sie hat bestimmt Beweise auf dem USB-Stick. Ach, sieht aus, als brauche ich doch eine Ablenkung. Der Jan fühlt sich verantwortlich, weil sie bei Typhon arbeitet. Aber jetzt kam nichts davon, dass sie von dem Anruf was wusste. Dass sie das absichtlich ignoriert hat von Mac. Aber scheint wusste sie ja auch nichts vom Anruf, weil sonst hätte sie ja gewusst, dass da noch Leute sind.
Hey, Diane. Oh, hey Steph. Wie geht's? Also, wie sieht's bei dir aus? Was meinst du? Bist du Single? Mehr oder weniger Single? Warum denn so direkt, Steph? Bist du trotzdem offen für wildes Geknutsche? Oh, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Werde ich rot? Ich habe das Gefühl, ich werde rot. Absolut. Ja, deine Wangen blühen total. Ach, super, steht mir bestimmt toll. Ich bin geschmeichelt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt, Alex. Hey, kein Ding. Denk drüber nach. Sag mir Bescheid. Ich, naja, bin hier. Ein bisschen bis komisch. Dann. Da gerade passiert. Mein Herz rast. Steph, ich glaube, du hast da gerade wirklich ein Feuer in Diane entfacht. Das wäre nicht das erste Mal. Das war der Brüller, das war angsteinflößend. Ich weiß, ich lache, aber ich hatte vorhin wirklich Angst. Ich hoffe, es war das Risiko wert. Passwort geschützt. Wer hätte das gedacht? Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. In der Zwischenzeit müssen wir ein Lab veranstalten. Schnapp dir deinen Hut, wir sehen uns im Park. Und denk an deine Gitarre, okay? Die Mütze behalten? Eine Frage. Wenn das Lab vorbei ist, kann ich die Mütze behalten? Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie du dich schlägst. Alter. Spielen wir echt ein Lab? Oder ist es eine Sequenz? Und? Ist das Teil fertig? Ja. Bei Life is Strange Before the Storm haben wir ja kurz ein Pen and Paper gespielt. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt.